was hier war, was helfen könnte. Oh, der Kerzenständer. Klar, den können wir benutzen. Der sollte gehen, oder? Etwas Gewicht. Genug für die Tür. Ja. Ist zum Glück kein Ding aus Plastik. Geht das damit? Oh, S. Warum denn jetzt S auf einmal? Alles gut. Das war nur Einbildung. Conrad, atmen. Oh mein Gott, wer ist das? Oh, diese Frau soll bitte verschwinden. Ich will sie nicht mehr sehen. Oh Gott, S. Weh, oh Gott. Was genau passiert hier denn? Wir müssen noch hoffen, das ist alles nur Einbildung. Es, wenn wir sterben, denn nur weil wir irgendwo reinfallen oder uns kratzen oder sonst was. Es ist nur Einbildung. Es ist nur Einbildung. Oh mein Gott, ich glaube, Silent Hill fängt gleich an. Die Wände fallen auseinander. Es ist nur Einbildung. Ah! Oh mein Gott. Oder vielleicht ist es einer von den Bösen, ich weiß es nicht. Fall da bitte nicht rein. Muss ich was drücken? Oh, Gott sei Dank. Oh, okay. Alles gut. Alles gut. Blöde Tante läuft da unten rum. Bitte, er braucht frische Luft, Mann. Wir müssen irgendwie rausgehen mit Conrad. Verstecken oder rennen. Ah, wir verstecken uns. Ich weiß nicht, ob das gut ist, mich zu verstecken. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt Herzschlag, oder? Ich hab... Ja, S. Komm schon. Alles gut. S. Bitte guck mich nicht an. Oh, Gott sei Dank. Ekelhaftes Viech, Mann. Ich will keine Quicktime-Events mehr haben, bitte. Noch mehr und ich verkrampf mich. Oh Gott. Sie ist schon wieder da. Oh mein Gott, die hör auf, mich zu verfolgen. Du bist nicht echt. Du bist nicht echt. Weh, oh mein Gott. Wie viel muss ich machen, damit Conrad lebt? Weh, komm schon. Es. Sie ist nicht echt. Es ist nicht echt. Es ist nicht echt. Nichts davon ist echt. Oh mein Gott, verschwinde endlich! Mann! Ich bin so angespannt gerade. Ich will keinen Skillcheck verpassen. Oh nein. Nein, wir können nicht springen mit ihm. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir können nicht mit ihm springen. Ist nur Einbildung. So, Einbildung. Bitte verschwinde, endlich. Bitte fall nicht. Wir stellen uns der Angst. Es ist nur Einbildung. Es ist nur Einbildung. Oh, es war Fliss. Gott sei Dank, so bin ich gesprungen. Komm schon, bitte. Ich bin's. Sie hat uns also die ganze Zeit verfolgt. Siehst du Fliss? Gott sei Dank, so bin ich gesprungen. Nur Einbildung alles. Verdammt, du hast mich zu Tode erschreckt. Komm schon, wir müssen weiter. Aber wo ist Brad? Sie war doch mit Brad. Sie war doch mit Brad zusammen. Wo ist er? Was?
verstehe es nicht, wo Brad jetzt hin ist. Komm schon! Julia unter Deck, 3.11 Uhr. Ist das wieder Einbildung? Oh Gott, okay. Ich bin froh, dass wir das nicht für zwei Leute machen müssen hier. Mit den Events, wir sind nur für Julia gerade. Ich glaube, diesmal sollten wir laufen, oder? Ich glaube, zweimal verstecken ist nicht so gut. Rennen, springen, wir springen. W. S. Komm schon, er auch. Hä, wo ist er hin? Ah, da. Okay. Können wir das kaputt machen? Wir kämpfen. Obwohl, warte, was ist, wenn das Brad ist? Nee, es kann sein, dass es Brad ist. Nein, 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 es kann sein, dass es Brad ist. Wir dürfen nicht schlagen. Das mit dem Messer, irgendwo war Brad. Conrad? Was geht hier vor? Hey Jules, was gibt's? Wer ist im Weg? Es ist Brad, oder? Ja, 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 hinter der Tür. Das ist hundertprozentig Brad. Nein, das wird nichts. Es wird nichts passieren. Warte, was? Aber... Das ist doch nicht richtig. Aber bei der Vorahnung war doch Brad? Ist er jetzt tot? Was? Da ist Brad. Aber Brad war eben nicht bei den anderen. Ich bin so verwirrt. Was ist denn gerade passiert? Ist er jetzt echt tot? Ich glaube, er ist echt tot. Hey. Ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Nicht wortwörtlich, aber... Nein, er ist nicht tot. Wir müssen erstmal irgendwie hier raus, verstehst du? Sonst wäre er nicht so ruhig. Können wir immer noch trauern, okay? Warte mal. Aber deshalb müssen wir einander helfen, okay? Zu zweit sind wir stärker. Wieso ist er denn so ruhig? Dann haben wir eine Chance. Aber es war doch sein Bruder. Haben wir jetzt echt jemanden verloren? Alex ist tot. Einfach so. Weil ich dachte, es wäre Brad. Er ist tot. Oh, hallo. Hi. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur. Nicht? Ich bin so verwirrt. Wir hätten ihn schlagen sollen. Sie sind einer weniger. Er ist echt tot. Der arme Alex. Aber man kann schlimmer abtreten. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet. Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen, mit einem Hinweis. Bitte. Ich will keine Spoiler. Ich brauche Hilfe. Ich, ehrlich gesagt, hat mir nichts von den ganzen Hinweisen bisher weitergeholfen. Ehrlich gesagt, habe ich gerade deswegen jemanden umgebracht, weil ich dachte... Nun dann. Wie sage ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Chemische Bomben für den Krieg oder sowas. Ja, ja, ich dachte schon, das sind irgendwelche Gifte. Die sind bestimmt für den Krieg verwendet werden. So einiges? Ja, das habe ich schon von Anfang an begriffen. Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält.
Lebt Alex vielleicht doch ich noch? Ich hoffe, das hilft. Bonusinhalt freigeschaltet. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Mann, ich dachte, es wäre Brad gewesen. Das regt mich so auf gerade. Wir haben Alex verloren, weil wir dumm waren. Ich dachte, ich habe zu sehr auf diese Vorahnung geachtet. Sind die Vorahnungen auch nur Verarsche? Das Schiff ist verflucht. Nur so lässt sich die ganze kranke Scheiße erklären, die da unten abgeht. Nein, chemikalische Waffenwerkzeuge oder so sind das. Deswegen politisch. Was ich dort gesehen habe... Da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall. Sie waren tot. Doch dann standen sie auf. Also da war diese uralte Lady. Ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Alex war nicht der Einzige, Alex. Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Auszeit, okay? Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Darf ich sagen, Shimmy? Ist das ein Geisterschiff? Das ist kein Geisterschiff. Wo ist das Gold? Das haben wir schon gesehen. Gold gesehen irgendwo? Mandschureigold ist in Wahrheit kein Gold. Ja, das ist dieses komische Zeug. Genau. Den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Ja, ich bin sicher, dass unsere freundlichen Fischer auch etwas anderes erwartet haben. Die werden sich freuen. Was ist hier nur passiert? Wo ist die Crew? Nee, was ist hier nur passiert? Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Es ist ein verdammtes Mysterium. Es ist halt aus... Die Zeitung war von 1947. Mein Gott, dieser Ort ist seltsam. Ja, ist er auch, wegen der Chemikalie. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Ich bin so traurig über Alex gerade, auch wenn ich ihn nicht mochte. Total schlechte Gefühle hervor. Ich habe jetzt nur noch die beiden, okay. Dann, wo ist die Crew? Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Ich fühle mich wie auf einer Fähre. Na, wir haben ein paar Leichen gesehen, aber was sonst... Was ist mit den Leichen? Gehören die zum Schiff? Die beiden sind wahrscheinlich über Bord gegangen. Sieht so aus, als würde man echt vor Angst sterben. Denn ich glaube, genau das ist den Männern hier passiert. Immerhin sehen wir jetzt klarer. Etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Von hier können wir einfach zurück zur Duke springen. Fliss sagte, wir brauchen die Verteilerkappe. Vielleicht ein Funkspruch? Ach Mensch, Conrad, das Funkgerät der Duke wurde im Sturm zerstört. Hör doch auf mit dem Blödsinn. Vielleicht ist das Schiff ja doch noch ein funktionierendes Funkgerät. Vielleicht ein Funkspruch? Ach, hä? Ja. Und vielleicht können wir ja auch den Strom anzapfen. Okay. Es hat geleckt irgendwie. Darauf. Das Spiel hat sehr viele Bugs, oder? Stimmt's? Ist schon eigentlich alt. Was soll das? Jetzt ist das schon wieder diese Szene. Ist es diesmal mit Absicht? Oh mein Gott, es lädt alles super seltsam. Ich habe das Spiel auf der schnellen Festplatte extra, wegen Laden und so. Das ist tatsächlich das Spiel. Conrad, ich will nicht Conrad spielen, der lacht gleich nur wieder. Wir müssen irgendwie verstörend. Von diesem alten Kahn runter. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Ach, glaubst du? Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Beiboot, was man benutzen kann, was noch nicht... Ich meine, da ist ein Beiboot. Vielleicht geht das ja noch. Ist das zwar nicht so sicher, aber es ist besser, als hier drauf zu bleiben. Oder wir bleiben wenigstens oben, bis wir irgendwie einen Funkspruch... naja, abgeben können. Oh, da ist was zum Gucken. Na, schon durchlöchert. Das wäre nicht mehr benutzbar. Verdammt. Weitersuchen. Ich meine, da hing doch eben eins. Warum gucken die eigentlich immer so komisch nach unten? Ah, okay. Ich kann... Wenn ich drücke und dabei die Maus bewege, dann kann ich mich umgucken. Okay. Ich verstehe. Deswegen gucke ich immer nach oben. Leider nein, aber... Ich halte meine Augen offen. Okay, ich dachte, wir können mit Fliss reden. Das kann... Moment, konnten wir doch mit ihr reden? Nein, das war die Lampe, die ich am Ende noch gesehen habe. Können wir hier auch noch mal rumgehen? Ja, da ist noch was. Na los, auf damit. Ich vermisse immer noch unsere verdammten Gasmasken, dass wir die nicht mitgenommen haben, die eine. Anweisungen für Gasmasken. Ja, hier steht es ja sogar.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen, im Falle eines Gasaustrittes oder Gasalarms. Erstens, geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, Gas, Gas. Um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen, halten Sie den Atem an. Zweitens, platzieren Sie die Gasmaskentaschen unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Drittens, entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen Sie dann über das Gesicht und die Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Viertens, entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske. Fünftens, prüfen, ob die Maske dicht ist, indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte um Ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen. Sechstens, tut sie dies nicht, könnte die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Das ganze Schiff ist der totale Irrsinn. Siebtens, lassen Sie den Schlauch los, Sie können nun ganz normal atmen. Setzen Sie Ihre Kopfbedeckung wieder auf und schließen Sie die Maskentasche. Achtens, Sie dürfen die Maske erst wieder absetzen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Öffnen Sie die Maske einen Spalt weit und prüfen Sie die Luft. Falls Sie Gas riechen, schließen Sie die Maske wieder. Atmen stark aus und entfernen eventuell eingeschlossenes Gas mit den Händen. Neuntens, nach dem Absetzen der Maske platzieren Sie Maske und Schlauch wieder in der Gasmaskentasche. Sie können die Gasmaskentasche ablegen, indem Sie den Gürtel und den Schulterriemen lösen. Gasmasken werden nur im Fall eines Gasaustrittes ausgegeben. Mein Gott, jetzt wissen wir jedenfalls, was wir tun, wenn wir irgendwann mal Gasmasken tragen müssen. Das ist die Anleitung, falls ihr die mal braucht, wisst ihr Bescheid. Oh Mann, ey. Ich hätte auch gern eine. Wir bräuchten alle gerade eine. Können wir mit allen reden? Die stehen da so, als ob ich mit denen reden könnte. Irgendwie ist das komisch. Wieso kann ich nicht sprechen? Kann ich mit Julia reden? Auch nicht. Aber mit Brad, oder nicht? Nein, aber da oben. Da oben ist irgendwas. Was ist das? Hey! Helf mir mal bitte hier! Na, da oben ist wahrscheinlich der Funkraum, richtig? Das kommt mir sehr bekannt vor. Bei Monstrum gab es auch so eine Ecke, wo man hochlaufen konnte. Das ist jetzt nicht gerade bequem, aber es reicht. Hilfst du mir hoch? Gruselig war das Spiel. Sollten wir auch mal spielen. Zumindest sollte ich dafür mal eine Folge machen oder so. Ich habe es nie fertig gespielt. Ich glaube, nur einmal bin ich entkommen. Ich zieh dich hoch. Ich weiß aber nicht mehr, ob das... Ich glaube, das war mit dem Schlauchboot. Oder mit dem U-Boot. Eins von beiden. Mir war das zu verstörend. Ich habe mich nie getraut, mich weiter zu bewegen. Hier finden wir bestimmt eine Funkstation. Aber ich finde diese Ladebildschirme echt komisch gemacht teilweise. Also ab und zu wird es einfach nur schwarz. Und dann tut es so, als ob es laden würde, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das Speichern ist. Oder ob das einfach ein Fehler ist. Genau wie eben, dass sich die Szene wiederholt hat. Eigentlich ist das Spiel ja alt genug, um diese Bugs behoben zu haben. Aber ich glaube, meistens tun sie das nicht. Also hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Ah. Kam mir auch bekannt vor. Ehrlich gesagt, kommt mir das hier nicht bekannt vor. So gar nicht. Ist hier vorne noch was? Nee, das ist nur der Rand. Und sprechen können wir immer noch nicht, oder? Nein, Julia wird auch nicht angezeigt, dann gehen die anderen auch nicht. Hey. Kommt rüber. Vielleicht kommen wir hier durch. Wenn wir die Tür aufbekommen. Oh, okay. Drücken! Tatsächlich haben wir sie aufbekommen, ich bin überrascht. Gott, ich sehe jetzt, wie viele Wunden Conrad eigentlich hat. Was ist denn das?